Ja, der Christ der Zukunft wird ein Mystiker sein. Dass dieses Zitat so lang frisch geblieben ist, so oft zitiert wird, so oft gebraucht wird, dürfte darauf hinweisen, dass dieser Christ der Zukunft noch nicht Realität ist in unserer Kirche. Die Kirche und Christen, Christinnen werden oft wenig mystisch oder geistlich oder spirituell wahrgenommen werden. Und der Referent des heutigen Abends, Gisbert Kreshake, vermutet als Grund, dass der Glaube immer noch von vielen als ein Fürwahrhalten von Tatsachen verstanden wird und weniger als ein sich Gott öffnen. Oder wie es Karl Rahner sagt, der Glaube ist eine Grundhaltung, die sich Gott öffnet, ihn als tragenden Grund des eigenen Lebens anerkennt und sich zur Verfügung stellt. Also diese Spannung zwischen Glaube als Fürwahrhalten und sich Gott öffnen, dieser Spannung wird Professor Kreshake an diesem Abend heute nachgehen. Ich darf ihn kurz vorstellen, vielleicht zur Information, wir sitzen hier beide in der Bibliothek der theologischen Kurse. Er ist einige Zeit immer in Wien und der Abend war natürlich analog geplant. Jetzt hat er gesagt, na, er kommt hierher, hier ist die Technik vorbereitet und er macht hier diesen Vortrag. Deswegen sitzen wir jetzt quasi face to face. Ja, Gisbert Kreshake war von 1974 bis 1985 Professor für Dogmatik an der Universität Wien. In der Zeit kam ich auch in den Genuss seiner Vorlesungen und da habe ich wirklich erstmals eine Dogmatik erlebt, die auf den Punkt kommt, die Dinge klar macht und Fragen, die offen bleiben müssen, aber auch offen lässt. Die nächste Station war dann Freiburg im Breisgau von 1985 bis 1999 und von 1998 bis 2006 hatte er eine ständige Gastprofessur an der Gregorianer in Rom. Die Schwerpunkte seines theologischen Forschens und Lehrens sind Eschatologie, Gnadenlehre, Mariologie und Trinitätslehre. Er hat zu all diesen Themenbereichen auch umfangreiche Bücher veröffentlicht, die auch weit über das Fachpublikum hinaus Beachtung gefunden haben. Seine neueste Publikation ist Kirche Wohin? Ein real-utopischer Blick in die Zukunft. Bereits in zweiter Auflage 2020 vorliegend. In diesem Buch kommt auch das Thema des heutigen Abends prominent vor. Ja, und ich darf sagen, Sie wohnen heute einer Premiere bei. Professor Kreshake ist heute im 89. Lebensjahr und das ist seine erste Online-Vorlesung, sein erster Online-Vortrag, den er hält. Ich freue mich sehr darüber und ich denke, wir können uns alle glücklich schätzen, dass dieser Vortrag so stattfinden kann. Ich darf Sie um Ihren Vortrag bitten. Ja, einen schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Um den Glauben, genau noch um die mystische Dimension des Glaubens geht es heute Abend. Dabei möchte ich im ersten Teil so etwas wie ein Abstecken des Geländes in Sachen Glauben vornehmen und dann im zweiten Teil über das Mystische des Glaubens sprechen. Zunächst einmal, ist eigentlich so ohne weiteres klar, was Glaube ist? Zwar ist Glaube das, was Christen und darüber hinaus die Angehörigen fast aller Weltreligionen miteinander verbindet, aber verstehen Sie unter Glauben das Gleiche? Sehen Sie, der Glaube, in den meine Generation hineinwuchs, war ein ausgesprochen autoritärer Gehorsamsglaube. Auf die Katechismusfrage, was ist Glaube, lautete die Antwort: Glaube ist fest für wahrhalten, was Gott zu unserem Heil geoffenbart hat und durch seine heilige Kirche uns zu glauben lehrt. Hinter dieser Formulierung steht die Vorstellung, dass die Offenbarung Gottes gewissermaßen ein Bündel von übernatürlichen Wahrheiten ist. Das heißt, eine Lehre, auf die der Mensch von sich aus nicht kommen kann, die er darum von Gott her empfangen muss und aufgrund der Autorität Gottes gehorsam anzunehmen hat. Wobei diese Autorität Gottes durch die Autorität des kirchlichen Lehramtes vermittelt wird.
Und deshalb bedeutete Glaube konkret, dem kirchlichen Lehramt Gehorsam zu leisten. Offen blieb dabei oft die entscheidende Frage, was das denn mit mir, mit uns zu tun hat. Nun hieß es zwar in der Katechismusantwort, Glaube ist fest für wahr halten, was Gott zu unserem Heil geoffenbart hat. Aber was diese übernatürlichen Wahrheiten mit meinem, mit unserem Heil zu tun hatten, das wurde allenfalls rudimentär klar. Wieso war es zu meinem Heil zu wissen, dass Gott zum Beispiel dreifaltig ist? Das wurde überhaupt nicht deutlich. Wohl aber wurde herausgestellt, dass der Akt des Glaubens selbst, das heißt die gehorsame Annahme offenbarter Wahrheit, zum Heil ist. Es ist zu meinem Heil, dass ich mich den geoffenbarten Wahrheiten, und dies hieß praktisch, dem kirchlichen Lehramt unterwerfe. Deshalb kam es auch gar nicht auf die einzelne Wahrheit und deren inhaltliche Bedeutung an. Wenn Gott offenbart hätte, er sei zehnfaltig, dann hätte ich eben dies zu glauben. An einem Beispiel möchte ich zeigen, welche Blüten dieses Glaubensverständnis noch während meines Studiums trieb. Wir hatten damals im Germanicum in Rom als Repetitor einen Jesuiten namens Pater Peter Gumbel, der uns sinngemäß etwa Folgendes sagte. Wissen Sie, ich habe immer eine Reihe Leute, denen ich Konvertitenunterricht gebe. Ich finde es lästig und kompliziert, mit denen im Einzelnen alle Glaubensweiten durchzugehen. Ich erkläre denen nur das Dogma von der Unfehlbarkeit des Papstes. Und wenn sie das akzeptieren, haben sie alle anderen Glaubensweiten mit angenommen. Sie sehen also, entscheidend war nicht der Gehalt, die inhaltliche Bedeutung der einzelnen Wahrheiten, sondern deren gehorsame Annahme, die eben auch sozusagen im Superpack erfolgen konnte. Glauben als für Wahrhalten von Wahrheiten ist also eine, aber auch nur eine der Möglichkeiten, Glauben zu verstehen. Ja, Glaube ist sogar eines der vieldeutigsten Worte überhaupt. Im oberflächlichsten Sinn bezeichnet es bekanntlich so viel wie meinen, vermuten. Ich glaube, morgen wird es regnen, sagen wir. Wir wissen es nicht, wir glauben es nur. Und nicht wenige Menschen betrachten auch den religiösen Glauben unter diesem Gesicht der Vermutung. Nichts Genaues weiß man nicht. Da vermuten einige, dass es so etwas wie Gott gibt. Aber das ist für sie genauso unsicher wie die Frage nach dem Wetter morgen. Aber außer diesem Wortsinn Glauben als meinen oder vermuten, gibt es in unseren Alltagserfahrungen weitere Dimensionen des Glaubens. Da zeigt sich zunächst einmal, dass unser Leben nicht ohne einen gewissen Glaubens- oder Vertrauensvorschuss möglich ist. Ohne ein grundsätzliches Ja zur Wirklichkeit, vor allem zum eigenen Dasein. Denn zum Leben gehört die Zuversicht, dass es sinnvoll ist, etwa einen Tag zu beginnen, eine Arbeit anzufangen. Ja, dass es überhaupt sinnvoll ist, der Einladung zum Leben zu folgen und mit dem Leben weiterzumachen. Im Vollzug des menschlichen Daseins steckt unausrautbar ein ursprüngliches und fundamentales Ja zur Positivität der Wirklichkeit, ein Ja zum Leben. Wo das fehlt, neigt sich alles zur Resignation bis hin zum Selbstmord. Dieses oft völlig unreflektierte, unbewusste Vertrauen zum Leben kann man Urvertrauen oder eben auch Urglauben nennen. Und da ist noch ein zweites. Menschliches Leben ist auch insofern ohne Glauben nicht möglich, als man gar nicht existieren kann, ohne anderen Menschen Glauben, Vertrauen zu schenken. Von Beginn unseres Daseins an sind wir auf Treu und Glauben, wie wir sagen, aufeinander angewiesen und einander verbunden, ohne in vielen, ja in den meisten Fällen die Glaubwürdigkeit der anderen überprüfen und beweisen zu können. Das trifft zum Beispiel auch für den großen Bereich des Lernens zu. Schon Aristoteles bemerkt, dass wer lernen will, glauben muss. Nämlich, er muss seinen Lehrern und den Zeugen der Geschichte und Tradition glauben.
Das wichtigste Element dieses Glaubens im interpersonalen Bereich ist aber das Faktum, dass wir unsere eigene Identität nur finden, indem wir aus uns selbst heraus und auf den anderen vertrauensvoll zugehen, ihm glauben. Das heißt in letzter Konsequenz, uns ihm in Liebe zuwenden. Und damit sind wir nun auch bei der ursprünglichsten Wortbedeutung von Glauben. Das deutsche Wort Glauben geht auf die germanische Wortwurzel Galaupjan zurück. Und die besagt so viel wie jemanden lieb haben. Sie sehen also, Glauben hat es ganz wesentlich mit Liebe zu tun. Das Gleiche gilt auch vom lateinischen Wort credere, das ursprünglich aus cor und dare zusammengesetzt ist und damit so viel wie meint, wie jemandem sein Herz schenken. Sie sehen, Glauben bezieht sich also ursprünglich und in erster Linie nicht auf vermutete Sachverhalte, ich glaube, dass es morgen regnet, auch nicht auf ein Fürwahrhalten von Satzwahrheiten, die uns zu glauben vorgelegt werden, sondern auf das existenzielle Vertrauen zur Wirklichkeit oder letztlich zu einer Person. Und damit ist mindestens auch schon die Frage nach dem letzten Grund eines solchen Glaubens aufgeworfen. Denn wieso kann ich Vertrauen zum Leben haben und aus einer grundsätzlichen Bejahung der Wirklichkeit leben? Wieso kann ich aus mir selbst herausgehen und mich trotz mancher Enttäuschungen immer wieder vertrauensvoll anderen Menschen öffnen? Angesichts solcher Fragen kommt die religiöse Perspektive ins Spiel. Denn das auch vom Atheisten praktizierte Grundvertrauen bedarf, wenn es rational sein soll, einer Macht, welche die Wirklichkeit umgreift und ihren guten Sinn verbirgt. Sonst hängt dieses Urvertrauen, dieser Urglaube buchstäblich in der Luft. Dennoch, der religiöse Glaube, also der Glaube an Gott, ist nicht selbstverständlich, heute weniger denn je. Denn Glaube und Unglaube sind zwei Sichtweisen, die sich auf ein und dieselbe Tatsache beziehen, nämlich auf die Verborgenheit Gottes, auf seine Transzendenz, das heißt auf sein für uns Menschen unbegreifliches Geheimnis. Eben weil Gott radikal anders ist als alles, was wir kennen, bietet die Wirklichkeit, wie wir sie erfahren, sowohl die Möglichkeit zum Glauben wie zum Unglauben. Man kann es auch pointiert einmal so sagen. Zwar ist Gott uns ganz, ganz nahe. In ihm leben wir, bewegen wir uns und sind wir, heißt es in der Apostelgeschichte. Aber gerade weil Gott uns so nahe ist, erkennen wir und erfahren wir ihn am allerwenigsten. Denn, so paradox das klingt, am wenigsten erkennen wir das uns Nächste und Selbstverständlichste. Nicht wahr? Niemand von uns hat je das eigene Gesicht, das uns doch so nahe ist, gesehen. Wir erfahren lediglich dessen Abbild im Spiegel. Und das ist immer seitenverkehrt und damit irgendwie falsch. Auch Gott, der uns unendlich nahe ist, sehen wir nur im Spiegel, seitenverkehrt, auf Umwegen, über Hilfsmittel. Oder ein anderes Bild, wir sehen Gegenstände im Licht. Aber das Licht als solches selbst sehen wir nicht. So ähnlich ist es auch mit Gott. Wie auch immer, man kann Gott übersehen, obwohl er uns ganz, ganz nahe ist. Zurück zum Glauben. Die Grundbedeutung von Glauben ist das Vertrauen einer Person gegenüber. Und damit sind wir auch beim spezifisch biblischen Glaubensverständnis. Im Hebräischen heißt Glauben Aman, ein Wort, das wir alle kennen von Amen, das wir so oft beim Beten verwenden. Und die Urbedeutung von Aman ist fest, zuverlässig, sicher. Dementsprechend ist der biblische Ursinn des Wortes Glauben, sich festmachen in Gott. Das heißt, im Glauben öffnet sich der Mensch Gott
und er kennt ihn als den tragenden Grund seines Lebens und der ganzen Wirklichkeit an. Im Glauben antwortet der Mensch einem Du, dem er sich restlos anvertrauen kann, dem er sich aber auch bereitwillig zur Verfügung stellt. Kurz, im Glauben, so formuliert das Zweite Vatikanum sehr schön, im Glauben überantwortet sich der Mensch Gott als Ganzer in Freiheit. Glauben im biblischen Sinn ist deshalb nicht zunächst und in erster Linie ein Fürwahrhalten von Sachverhalten und Sätzen, sondern, so Karl Rahner, das bedingungslose Sich-Öffnen für die Wirklichkeit Gottes, damit dieser Macht über uns gewinnt, uns bestimmt und ein Stück der eigenen Wirklichkeit wird. Deshalb ist mit dem Akt des Glaubens die Liebe untrennbar verbunden. Ja, Glauben ist eine Form der Liebe, denn es gehört zum Wesen des Glaubens, exzentrisch zu werden. Das heißt, eine Verlagerung des Ich auf das oder auf die anderen hin vorzunehmen. Zum religiösen Glauben konzentriert sich diese Bewegung auf Gott hin. Das Ich überschreitet sich auf Gott hin, übereignet sich ihm und findet in ihm den eigentlichen Grund, die wahre Sicherheit und den tiefsten Sinn seines Lebens. Ganz nebenbei, von hier aus sehen wir auch, dass im Grunde jeder Mensch glaubt, auch der sogenannte Atheist oder wer auch immer. Denn jeder Mensch hat einen letzten Bezugspunkt, auf den er sich in seiner Lebensführung, vor allem bei seinen Entscheidungen, bezieht. Luther formuliert das in seinem großen Katechismus einmal so: Ein Gott haben, das ist nichts anderes als jemandem von Herzen trauen und glauben. Und dieses Trauen und Glauben macht beides, nämlich Gott und Abgott, Götze. Denn, so weiter Luther, woran du dein Herz hängst und dich verlässt, das ist eigentlich dein Gott. Jeder hat also seinen Gott. Jeder hat jemanden oder etwas, woran er sein Herz hängt und an dem er den Sinn seines Lebens findet. Jeder hat einen Glauben an seinen Gott. Ob der jetzt Macht, Geld, Sex, eigenes Ego oder wie auch immer heißt. Jeder hat einen letzten Bezugspunkt für sein Leben. Und wir sollten uns als religiös Glaubende nicht so leicht in die Pfanne hauen lassen, wenn man uns vorwirft, ihr setzt da so auf eine völlig fragwürdige Sache wie Gott. Nein, auch der Atheist setzt auf etwas, was er nicht beweisen kann, worin er letztlich sein Herz hängt. Der religiös Glaubende dagegen weiß, dass er nur Sicherheit findet und Boden unter den Füßen bekommt, wenn er sich selbst loslässt und radikal auf Gott setzt, sich in ihm festmacht. Damit stellt sich nun aber eine neue Frage. Was hat der Glaube, der also wesentlich Vertrauensglaube, gläubiges Setzen auf Gott als den Grund des eigenen Lebens ist, was hat dieser Glaube mit den vielen Glaubensweiden zu tun, an die man, mindestens nach christlicher Tradition, auch zu glauben hat? Was hat dieser Glaube zu tun mit dem Glauben zum Beispiel an die Gottessohnschaft Jesu, an die sieben Sakramente und so weiter und so weiter? Für den großen jüdischen Theologen Martin Buber zeigen sich hier zwei Glaubensweisen, die für ihn gegensätzlich sind und in unvermittelbarer Spannung einander gegenüberstehen. Es ist für ihn der Gegensatz zwischen ich glaube dir persönlich und ich glaube das etwas. Doch ist die Charakterisierung als Gegensätzlichkeit mit Sicherheit überzogen. Denn beide Glaubensweisen stehen nicht im Gegensatz zueinander. Die Beziehungsbrücke zwischen diesen Weisen kann man sich durch folgende Überlegungen klarmachen. Auch wenn der Glaube zutiefst ein personales sich Gott anvertrauen und sich Gott zur Verfügung stellen ist, bleibt dabei doch gerade noch offen, wer denn dieser Gott ist, auf den man im Glauben sein Leben setzt. Ist er das höchste Wesen,
das als Grund der Welt oder als Garant der Wirklichkeit, der Sittlichkeit zu postulieren ist? Ist er oberster Weltbaumeister in erhabener Höhe über uns oder ist er das Unbedingte in uns? So könnte man fortfahren mit Gottesvorstellungen aller nur erdenklicher Art. Angesichts dieser Vielfalt von Gottesvorstellungen kann Glaube nicht darin bestehen, sich einem Gott zu überlassen, der ein vieldeutiges oder ein total unbestimmtes X ist. So würde der Glaube ins Unbestimmte und Leere gehen. Nein, zum Glauben gehört vielmehr ein bestimmter Gehalt, der uns sagt, wer dieser Gott ist, dem man sich da glaubend überlässt, auf welchem Weg er sich finden lässt, welche Verheißungen er bereithält. Antwort auf diese Fragen kann nur Gott selbst geben in dem, was Offenbarung genannt wird. Der Akt der Selbstmitteilung, durch die Gott sich durch die Schöpfung und durch seine heilsgeschichtliche Taten dem Menschen erschließt. Auf diesem Hintergrund erweist sich die Zuordnung von Glauben als Vertrauen und Glauben an bestimmte Inhalte als etwas ganz Einfaches. Die Struktur des Glaubens tritt in folgender Formel hervor. Ich glaube an Gott im Sinne der vertrauensvollen Hingabe an ihn. Ich glaube an den Gott, welcher durch A, B, C, D, durch Taten, Eigenschaften, Weisungen, Verheißungen bestimmt ist, weil er sich als solcher dem Menschen in Welt und Geschichte kundgetan hat. Im formellen Sinn glaube ich also nicht an A, B, C, D, sondern ich glaube an Gott. Aber dieser hat sich selbst durch A, B, C, D näher bestimmt. Diese Bestimmungen, die sich als konkretisierende Relativsätze formulieren lassen, dürfen nicht von ihrem Bezugswort »Ich glaube an Gott, welcher« gelöst und als Sachverhalte in sich betrachtet werden, soll nicht das innere Gefüge des Glaubens Schaden leiden. So glaube ich also im formellen Sinn nicht an die Auferstehung Christi, sondern ich glaube an Gott, der Christus von den Toten erweckt hat. Ich glaube auch nicht an ein Fegefeuer als einen Zustand oder Ort nach dem Tod, sondern ich glaube an Gott, der den Menschen trotz aller Verfehlungen dennoch für das ewige Leben bereitet, indem er ihn nach dem Tod reinigt. Ich glaube auch nicht an einen Teufel, das wäre geradezu pervers, darauf sein Leben zu setzen, sondern ich glaube an Gott, der die Macht des Bösen, die mag man Teufel nennen, gebrochen hat, sodass uns nichts mehr von seiner Liebe scheiden kann. Sie sehen also, Glauben ist primär eine ganz, ganz personale Sache, ein persönliches Setzen und sich Festmachen in Gott, aber eben nicht an einen Gott, der ein unbekanntes X ist, sondern der sich uns in Schöpfung und Geschichte gezeigt, geoffenbart hat und weiter zeigt. Wie aber hat dieser Gott, an den zu glauben der Mensch eingeladen ist, sich in Welt und Geschichte näher bestimmt und erwiesen? Wir können zur Beantwortung dieser Frage uns am Glaubensbekenntnis der Kirche orientieren. Denn in diesem Glaubensbekenntnis sind die entscheidenden und wichtigsten Grundbestimmungen des Gottes zusammengestellt. Da heißt es, ich glaube an Gott, den Schöpfer. Das bedeutet, die Welt verdankt sich der Liebe Gottes und seiner Treue und ist deshalb in guten, ja besten Händen. Weiter heißt es dann, ich glaube an Jesus Christus, den Gottessohn. In ihm ist Gott selbst auf uns Menschen zugekommen. Das heißt, in ihm teilt Gott den Menschen nicht etwas von sich mit, sondern buchstäblich sich selbst. In ihm geht Gott persönlich in die Welt ein. Er übernimmt unser Lebensgeschick. Er geht, um es einmal so emphatisch zu sagen, in den letzten Dreck dieser unserer Welt ein, um sich mit ihr auf immer und unter allen Bedingungen zu vereinen. Dann heißt es weiter, ich glaube an den Heiligen Geist. Der Geist, der Jesus erfüllt hat,
nimmt uns nach Jesu Heimgang zum Vater in die Wirklichkeit Christi hinein. Er gibt uns die Befähigung, Jesus nachzufolgen, damit wir Söhne und Töchter Gottes im Sohn werden. Damit erfüllt sich dann der Plan Gottes, die Schöpfung in Christus zu vereinen und sein Reich der Gerechtigkeit und des Friedens aufzurichten. Und wenn dann noch im Glaubensbekenntnis von Gericht und ewigem Leben die Rede ist, dann füge ich das eigentlich nichts Neues hinzu, sondern gemeint ist damit, mit Gericht das ins rechte Lot setzen der so oft pervertierten Schöpfung. Gott richtet, das heißt Gott macht gerecht, macht es richtig. Seine Liebe kommt zum Ziel. Kurz, wenn wir fragen, was gehört zur Inhaltlichkeit des Glaubens, also zu den wesentlichen Bestimmungen und Eigenschaften des Gottes, an den wir glauben, so lässt sich das ganz kurz so sagen. Gott hat sich manifestiert als derjenige, der sich als die Liebe schlechthin dem Menschen ganz und vorbehaltlos zuwendet und mitteilt. Und diese Bestimmungen Gottes sind im Wesentlichen eben im Glaubensbekenntnis zusammengefasst. Diesem Gott also, der unermesslich liebt und der der Welt eine unausdenkbar herrliche Zukunft eröffnet, diesem Gott traut sich der Mensch im Glauben an und sucht ihn im Handeln zu entsprechen. Ich glaube also nicht an Gott und darüber hinaus noch an tausend andere Dinge, sondern ich glaube an Gott, der sich uns als so und nicht anders bestimmter erschlossen hat. Auch wenn beide Aspekte des Glaubens, der primäre personale Vertrauensglaube und der Glaube an konkrete Bestimmungen Gottes, unauflösbar zusammengehören, wandelte sich doch leider im Lauf der Geschichte das Zueinander beider tiefgehend. Und das hatte verschiedene Gründe. Ich nenne sie oder ich deute nur kurz drei davon an. Schon von Anfang an nutzte die christliche Theologie die damals herrschende Philosophie, um den Glauben besser zu verstehen und gegen Angriffe zu schützen. Dabei war man sich anfangs durchaus bewusst, dass damit die Gefahr einhergeht, zur Abwehr fremder Übergriffe selbst übergriffig zu werden, indem man nämlich mehr über den unsichtbaren, unsagbaren Gott ausgesagt hat, als was sich aussagen lässt. Und damit das Risiko entsteht, auch Falsches, Verkehrtes zu sagen. Vor allem vergaß die zunehmende Theoriebildung der Theologie nicht selten, dass sie doch in der Lebenspraxis des Glaubens, das heißt in der vertrauensvollen Hinwendung zu Gott, die ihrerseits Antwort auf das Erscheinen seiner Liebe ist, gründete und darauf bezogen zu sein hatte. Ein zweites. Auseinandersetzungen über die rechte Auslegung zentraler Glaubensgehalte richteten gleichfalls alle Aufmerksamkeit auf die inhaltliche Seite des Glaubens. Diese Auseinandersetzungen waren vor allem in der Frühzeit der Christenheit von allerhöchster Wichtigkeit, da sich in ihnen die Tragweite der in Christus geschehenen Offenbarung Gottes als unbedingter Liebe entschied. Ist Jesus Christus wirklich Gottes ewiger Sohn, der Mensch geworden ist, um unser Elend zu teilen? Nur dann kann er uns auch in das göttliche Leben führen. Und das war die Fragestellung der sogenannten christologischen Konzilien, die zu jahrhundertelangen Auseinandersetzungen führt. Dabei ging es letztlich nicht um Wahrheiten in sich, sondern um die Frage, wie weit der Glaubende sich darauf verlassen kann, dass Gott sich in Christus und im Heiligen Geist als unbedingte Liebe mitgeteilt hat. Doch führten nicht selten diese lehrmäßigen Auseinandersetzungen dazu, sie ja in sich selbst und nicht mehr auf dem Hintergrund des personalen Glaubensvollzugs zu sehen. Und ein drittes. Während dieser subjektiv-personale Glaubensvollzug
Also dieses sich Gott öffnen, allenfalls in Ansätzen beurteilbar ist, konnte die Annahme des Glaubensinhalts Gegenstand öffentlicher Diskurse, aber auch kirchlicher Kontrolle werden. Deshalb führte die Verengung des Glaubens auf dessen objektive Inhalte letztlich auch zu dessen Moralisierung. Denn die einzige Möglichkeit, dem subjektiven Glaubensvollzug von außen auf die Spur zu kommen, bestand darin, ihn an den Konsequenzen moralischen Verhaltens zu messen. Und damit entschwand die persönliche, ja die mystische Dimension des Glaubens immer mehr der Aufmerksamkeit. Es reichte aus, die Glaubenslehren anzunehmen und nach deren moralischen Regeln zu leben. Diese Fehlentwicklung des Glaubens, wie ich sie jetzt wirklich nur ganz kurz angedeutet habe, wurde auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil durchaus empfunden. Nicht wenige sahen die Gefahr, dass die Kirche sich mit ihrer Glaubensverkündigung hinter einem System von verbindlichen Glaubenssätzen und moralischen Normen verschanzte und den Glauben nicht mehr in seiner faszinierenden, integralen Gestalt weitergab, nämlich als Einladung, du darfst dich und dein Leben in die Hand eines Gottes radikaler Liebe übergeben. Auf diesem Hintergrund eröffnete das Konzil in wenigstens zweierlei Hinsicht neue Perspektiven. Das erste, die dogmatische Konstitution über die göttliche Offenbarung nimmt Abschied von einem sogenannten instruktionstheoretischen Offenbarungsverständnis. Das heißt, die Offenbarung Gottes besteht nicht darin, uns über dieses und das und noch tausend andere Dinge zu instruieren, zu belehren, sondern um, wie es wörtlich heißt, aus überströmender Liebe die Menschen wie Freunde anzureden und mit ihnen zu verkehren, um sie in seine Gemeinschaft einzuladen und aufzunehmen. So ein wunderbarer Passus des Konzils. Anders gesagt, Offenbarung ist wesentlich persönliche Selbstmitteilung Gottes, Mitteilung seiner Liebe, auf welcher der Glaube Antwort gibt. Und ein zweites, diese Konzentration des Glaubensinhaltes auf eine Mitte hin, wurde in anderer Weise nochmals im Ökumenismusdekret aufgegriffen. Und zwar mit der Idee der sogenannten Hierarchie der Wahrheiten. Damit wollte das Konzil daran erinnern, dass es eine Rangordnung oder Hierarchie der Wahrheiten gibt, je nach der verschiedenen Art ihres Zusammenhangs mit dem Fundament des christlichen Glaubens. Und dieses Fundament ist zweifellos der Glaube an die liebende Selbstmitteilung Gottes an die Menschen. Alles andere, was sonst noch im Glauben zu sagen oder zu tun ist, steht mit dieser fundamentalen Wahrheit in einem engen oder vielleicht auch nur in einem ganz lockeren Zusammenhang. Ist jedenfalls nur von diesem Zusammenhang her richtig zu verstehen. Deshalb genügt es nicht zu sagen, das ist ein Dogma, jenes ist ein Dogma und beides hast du gehorsam zu glauben, sondern es ist zu fragen, was bedeutet dieser oder jener Glaubensinhalt vom Zentrum bzw. vom Fundament des Glaubens her? Beachtet man diese Idee der Hierarchie der Wahrheiten, wird der Glaubensinhalt etwas ganz, ganz Einfaches. So einfach wie auch der persönliche Glaubensversuch selbst. An die gerade genannten Konzilsaussagen knüpft in vielfacher Weise besonders wiederum Karl Rahner an. Ausgehend von der These, ein Charakteristikum der heutigen Gestalt des Glaubens ist seine radikale Einfachheit, betont er, dass es manchmal besser wäre, ein Christ wüsste von gewissen Details des katholischen Katechismus weniger und hätte die letzten entscheidenden Fragen, Gott, Jesus Christus, seine Gnade, Sünde, Liebe, Einheit von Gottes und Nächstenliebe, wirklich einmal
in einer echten und ursprünglichen Weise realisiert. Dazu ist notwendig, dass er sich nicht als eine riesige, fast unübersehbare Summe von Sätzen darbietet, sondern in einer wahren, echten und ganz einfachen Einheit erscheint, so Karl Rahner. Der Glaube etwas ganz Einfaches. Ich übereigne mich dem Gott der Liebe. So einfach und so schwer ist das. Leider sind diese neuen Perspektiven des Konzils nachkonziliar weithin vergessen worden. Denn nachkonziliar ist eher erneut eine inhaltliche Engführung des Glaubens zu beobachten. Zeichen dafür war und ist die Herausgabe des sogenannten Weltkatechismus, der zwar diese beiden genannten neuen Perspektiven des Konzils erwähnt, aber selbst nicht danach strukturiert ist. Stattdessen besteht er aus einer zwar systematisierten, aber im Grunde doch paradaktisch verbleibenden Ansammlung von 2665 Glaubensweiten, Glaubenskommentaren, Glaubenspraktiken, ohne dass diese auf die vom Konzil herausgestellte Mitte verwiesen werden. Glaube erscheint wieder mehr als Doktrin, als Lehre, als Weltanschauung. Nun, meine Damen und Herren, mit all diesen Überlegungen waren wir im Grunde noch im Vorlauf, haben wir eine Grundlegung versucht für unser eigentliches Thema, die mystische Dimension des Glaubens. Glaube ist, so haben wir gesehen, eine Form der Liebe, der Zuneigung, des Vertrauens. Und das ist eine Haltung, die mich zutiefst berührt, erschüttert, verändert. Eine Haltung, die mir unter die Haut geht und alle großen und kleinen Entscheidungen meines Lebens mitbestimmt. Denn die Erfahrung, in Gottes Liebe geborgen zu sein, die Erfahrung, zu ihm zu gehören, sich ihm übereignet zu haben, die gibt meiner Welt ein neues Vorzeichen, das mein Leben formt und prägt und bestimmt. Und eben das ist Mystik, engste Einheit mit Gott, ein Durchdrungensein und Durchdrungenwerden von Gott. Anfangs habe ich schon ein Wort Rahners angeführt, welches lautet: Glauben ist das bedingungslose Sich-Öffnen für die Wirklichkeit Gottes, damit dieser Macht über uns gewinnt, uns bestimmt und ein Glückstück der eigenen Wirklichkeit wird. Gott will durch und in meinem Glauben ein Stück meiner eigenen Wirklichkeit werden. Das ist doch ein unglaubliches Wort. Wie lässt sich das verstehen? Nun, wir müssen wegkommen von der simplen Vorstellung, da ist Gott auf der einen und da ist die Welt, die Schöpfung, auf der anderen Seite. Nein, Gott hat die Welt ja gerade dafür gemacht, dass er in sie eingeht und sich mit ihr aufs Allerengste verbindet. So sehr, dass dann der Mensch wirklich am wirklichen Leben Gottes teilnimmt. Dass Gott und Mensch eins werden. Das ist in der Heiligen Schrift zum Beispiel im Zusammenhang mit dem alttestamentlichen Bundesgedanken zum Ausdruck gebracht. Bei den Propheten wird der Bund Gottes mit den Menschen durchgehend mit einem ehelichen Bund verglichen. Ja, er wird geradezu als Hochzeit von Gott und Menschheit betrachtet. Das Bundesvolk Israel wird wie ein junges Mädchen von Gott, seinem Liebhaber, mit unzerstörbarer Liebe geliebt. Dein Schöpfer ist dein Gemahl, so heißt es bei Jesaja. Ja, in der ganzen Heiligen Schrift spielt das Vorstellungsbild von Israel als der Braut Jahwes eine ganz wichtige Rolle. Dem Gottesvolk wird so seine wahre Identität vor Augen geführt. Israel ist zuallererst Braut Gottes. Dieses Verständnis wird noch einmal vertieft, schon bei den frühen
nachbiblischen Rabbinen, für die der Bundesschluss am Sinai die Hochzeit Gottes mit Israel ist. Dementsprechend wird auch das Hohelied ausgelegt, das Hohelied, von dem Rabbi Akiva 135 nach Christus sagt, alle Bücher der Heiligen Schrift sind heilig, aber das Hohelied ist das Allerheiligste. Und das Hohelied, das Buch Hohelied, wird im Judentum bis heute an Ostern vorgelesen, um damit die Wichtigkeit hervorzuheben. Dadurch, dass hier Liebeslieder als Ausdruck des Verhältnisses Gott-Bundesvolk in den Kanon der Heiligen Schrift aufgenommen sind, artikuliert sich der Bund Gottes als Verhältnis radikaler Liebe zu seiner Frau, zu seiner Braut, dem erwählten Gottesvolk. So sehen wir, wenn ich wirklich von Herzen glaube, dann darf ich mich ja wirklich als mit Gott vermählt verstehen, als mit ihm aufs Allerengste verbunden. Und das wird auch im Neuen Testament aufgegriffen, wenn einige Male Jesus als Bräutigam bezeichnet und die Vollendung der Welt im Bild der endgültigen Hochzeit Gottes mit ihr dargestellt wird, in der Offenbarung des Johannes. Aber das Neue Testament geht auch darüber nochmals hinaus. Wenn Gott in die Welt eintritt, dann nicht nur als Gemahl seiner Schöpfung, sondern auch als jemand, der in ihr eine neue, gewissermaßen göttliche Lebensgestalt hervorruft. Wir sind, so formuliert es der Epheserbrief, dazu berufen, miteinander Christus in seiner vollendeten Gestalt darzustellen. Wir dürfen Christus darstellen. Dafür, dass die Gemeinde dahin unterwegs ist und unterwegs bleibt, ist Paulus bereit, wie eine Mutter, wie er schreibt, von neuem Geburtswehen zu erleiden. Eine neue Lebensgestalt, die des Christus anzunehmen, ist also wie ein neues Geborenwerden. Das bisherige Leben soll eine radikale Umprägung finden, die dahin führt, dass nicht mehr ich lebe, sondern Christus in mir. Das heißt, der Sohn Gottes will neu in mir Gestalt annehmen, will neu in mir Fleisch annehmen, will neu in mir geboren werden und dadurch neu zur Welt kommen, dass ich ihn in meinem Leben wirksam werden lasse und darstelle. Und dies soll nicht nur in mir persönlich geschehen, individuell, sondern in uns allen. Gerade darin finden wir untereinander Einheit, dass wir gemeinsam den einen ganzen Christus, wie Augustinus sagt, darstellen und verwirklichen. Und so kann dann Gott zu uns sprechen: Auch du bist, auch ihr seid meine Söhne und Töchter im Sohn. Auch wenn wir natürlich völlig zu Recht sagen, dass der Sohn Gottes damals, in jener Zeit, aus Maria Mensch geworden ist und geboren wurde, so ist dieses einmalige und in einem einmaligen Menschen, nämlich in Maria geschehene Ereignis, doch kein absolut singuläres Ereignis. Es wiederholt sich, besser, es wird je neu gegenwart in jedem Glaubenden, der sich dafür öffnet, dass er Christus empfängt und dass Christus in ihm neu zur Welt kommt, neu geboren wird. Diese Überzeugung von der Gottesgeburt im eigenen Herzen zieht sich durch die ganze Glaubensgeschichte der Menschheit, der Christenheit hindurch, bis sie heute, wie es leider scheint, fast völlig vergessen ist. So heißt es bereits bei Origenes und dann im frühen Diognetbrief: Immer wird das Wort Gottes, er, der von Anfang war, neu in den Herzen der Heiligen, also der Christen, geboren. Und der gleiche Gedanke findet sich dann auf breitester Front in der sogenannten deutschen Mystik, von der beeinflusst zum Beispiel Angelus Silesius schreibt: O Freude, Gott wird Mensch und ist auch schon geboren. Wo da? In mir. Er hat zur Mutter mich erkoren. Und weiter: Ich
muss Maria sein und Gott aus mir gebären, soll er mich ewiglich der Seligkeit gewähren. Ja, selbst bei Martin Luther wird diese Einsicht, für viele ist das gewiss überraschend, nochmals aufgegriffen, wenn es bei ihm heißt, in einer Predigt, wir müssen das Exempel der Jungfrau Maria in unser Herz bilden. Es muss in unseren Herzen also zugehen, wie es ihr geschehen ist. Also werden auch wir schwanger vom Heiligen Geist und empfangen Christus geistlich. Unglaubliche Worte. Damit stellt sich natürlich die Frage, ja, aber wie verhält sich denn die Gottesgeburt im eigenen Herzen, von der die Rede war, zur leibhaftigen Geburt Jesu aus Maria? Eine mögliche Antwort gibt Luther, bei dem es gerade hieß, also werden auch wir schwanger vom Heiligen Geist und empfangen Christus geistlich. Mit dem Wort geistlich, das Luther in diesem Zusammenhang von Augustinus übernimmt, ist der bei aller Ähnlichkeit entscheidende Unterschied zwischen Maria und uns angeführt. Das zu Weihnachten geschehene Kommen Gottes in die Welt findet in der leibhaftigen, wenn Sie so wollen, physischen Mutterschaft Marias seine unüberbietbare Gestalt. Maria ist als wahrhaft leibhaftige Mutter des Sohnes Gottes die Bedingung dafür, dass Gottes Sohn ein Stück Welt wird und dadurch die durch die Sünde verunstaltete Schöpfung wieder mit dem Schöpfer vereint. Und doch bei aller Herausstellung der Besonderheit Mariens darf das Gemeinsame nicht übersehen werden. In Maria enthüllt und verwirklicht sich zugleich das eigentliche Wesen der Kirche. Das heißt, Maria vollzieht das, was Kirche und damit wir alle dem tiefsten Wesen nach sind, beziehungsweise sein sollen, in höchstem und anschaulichem Maß. Als solche empfängt sie Christus, trägt sie ihn in sich, gebärt sie ihn, bringt sie ihn zur Welt. Aber eben nicht sie exklusiv allein, sondern wir alle, freilich auf analoge, ähnliche Weise, wenn wir denn Kirche sind und Kirche sein wollen. Und deshalb ist in der ganzen christlichen Spiritualitätsgeschichte der Glaube Marias Orientierung und Leitbild für das geistliche Leben, vor allem für das, was Mystik christlich besagt. Damit ist nichts Schwammiges und Nebulöses gemeint, auch nichts Überzogenes, Elitäres oder übertrieben Emotionales, sondern etwas ganz, ganz Schlichtes. Es gilt, wie Maria, Christus im Glauben in sich zu empfangen, im Herzen zu tragen, ihn neu zu gebären, das heißt, im eigenen Leben Gestalt werden zu lassen und zur Welt zu bringen. So drückt Maria als personale Gestalt der Kirche das tiefste Wesen jedes wahrhaft Glaubenden aus. So ist sie Bild jedes gläubigen Menschen, der mit Paulus sprechen darf, nicht mehr ich lebe, Christus lebt in mir. In den letzten Dezennien war es Chiara Lubich, die Gründerin der Fokularbewegung, die diesen Gedanken besonders hervorhob. Da, wo ein Mensch im Glauben zu Gott Ja sagt, schreibt sie, geschieht in ihm Ähnliches wie bei Maria. In seinem Herzen beginnt geheimnisvoll, aber doch ganz wirklich Christus zu wachsen und sich zu entwickeln. Und wenn dies fortgesetzt geschieht, dann wächst Christus in uns und erfüllt uns schließlich ganz. So werden wir ihm gleichförmig ein anderer Christus. In diesem Sinn sind wir Mutter für den Christus in uns selbst und natürlich auch für den Christus in den anderen. Und die anderen sind es für uns, indem jeder Einzelne sich der Gottesgeburt in seinem Innern öffnet, indem jeder Christus in sich trägt und zur Darstellung bringt, helfen wir uns gegenseitig, Christus in unserem Leben und in der Welt auszuprägen. Und erst dann ist die Weltgeschichte vollendet, wenn Christus in allen lebt, in allen Fleisch angenommen hat
und so in allen seine vollendete Darstellung gefunden hat. Und so wird auch deutlich, die Menschwerdung Gottes ist nicht ein abgeschlossenes Geschehen der Vergangenheit, sondern ein Prozess, der bis zum Ende der Zeiten weitergeht. Ein Prozess, in den ich als Glaubender und durch meinen Glauben hier und heute hineingenommen bin. Sollte man als Glaubender darüber nicht wirklich auch mal richtig staunen? Christus ist in mir und er traut mir zu, dass ich, armseliger Mensch, etwas von ihm verleiblichen und zur Darstellung bringen kann. Und all dies nicht allein in der verborgenen Innerlichkeit des Herzens. Hier darf das Wort von der geistlichen Gottesgeburt nicht in die Irre führen, sondern das geschieht in der ganzen Weltlichkeit der konkreten Welt mit ihren Höhen und Tiefen, Gaben und Aufgaben, Freuden und Leiden. Damit haben wir, denke ich, die tiefsten Grundlinien der Mystik des Glaubens skizziert. Und ich bin davon überzeugt, wenn Glaube und Kirche nach dem Ende der Volkskirche eine Zukunft haben wollen, dann reicht es nicht aus, Glaubenslehren anzunehmen und den Glauben wie eine Weltanschauung zu akzeptieren. Dann muss der Glaube als tiefster persönlicher Akt des Menschen vollzogen und gelebt werden. Dann muss der Einzelne und die Gemeinschaft der Glaubenden mit dem Glauben selbst persönliche Erfahrungen des Glaubens machen. Es gilt noch einmal, den Glauben nicht nur als von außen kommende Lehre zu verstehen, sondern als eine Zusage, die mein Innerstes erfasst, betrifft, prägt, verwandelt, die letztlich darauf zielt, mit Gott eins zu werden, so eins, wie es, wie wir gesehen haben, die Spitzenmetapher der Heiligen Schrift im Bild der Ehe bzw. Hochzeit ausdrückt. Wir haben neu zu entdecken, was es heißt, dass Christus in jedem von uns geboren werden will und leben will. Erst so wird garantiert, dass Glaube und Kirche sich nicht in einem objektiven Lehrsystem, in Sakramentalismus oder Nettigkeitsreligiosität verlaufen. Darum bedarf die mystische Dimension des Glaubens dringend der Neuentdeckung und Neuvermittlung. Der Christ der Zukunft wird ein Mystiker sein oder er wird nicht mehr sein. Nun, auch wenn eine Reihe von Gläubigen diese Glaubensmystik selbst entdeckt hat und aus ihr heraus lebt, bedarf es normalerweise dafür der Anleitung. Und die fällt meines Erachtens gegenwärtig leider weithin aus. Weder vermitteln Predigt noch Religionsunterricht, letzterer ist auch vermutlich nicht dazu geeignet, aber beides vermitteln nicht mehr eine Einführung ins Gebet noch in eine recht gefeierte Liturgie und sakramentale Praxis, noch in Glaubensmodelle, die Glaubenserfahrungen freilegen und den Glauben als Kraft, die den Alltag durchdringt und prägt, vorstellen. Ich selbst kenne eine ganze Reihe von Menschen, die die Kirche verlassen und sich vor allem dem Modismus zugewandt haben, weil sie die heute verbreitete spirituelle Lehre mit 2e, der Kirche nicht mehr ertragen haben. Deshalb haben wir eine Umkehr von 180 Grad notwendig. Der Christ der Zukunft und die Kirche der Zukunft wird mystisch sein oder sie wird nicht sein. Ein letztes. Die hier gemeinte Glaubensmystik ist keineswegs eine nur nach innen gewandte Frömmigkeit. Die Gottesgeburt im eigenen Herzen hat das Ziel, dass Gottes Sohn mit seinem guten, tröstenden Wort und seinem rettenden und heilenden Handeln die ganz konkrete Welt erreicht, auch durch mich und uns. Und darum ist es, nach einem schönen Wort von Johann Baptist Metz, eine Mystik der offenen Augen. Eine Mystik, die ganz der Welt zugewandt ist und darum volles Engagement in der Welt und für die Welt erfordert.
Im Besonderen sind hier herauszustellen der Einsatz für die Armen, Hungernden und Notleidenden und Flüchtlingen, die Entdeckung, dass gerade in ihnen Christus auf einzigartige Weise gegenwärtig ist und sie der Ort sind, wo Gott sich zeigt und unseren Einsatz erwartet. Es ist der Einsatz auch für die Befreiung von einer Vielzahl unterdrückender Strukturen. Aber letzter Grund solchen Einsatzes ist die zuvor skizzierte Glaubensmystik, die gerade weil sie eine Mystik der offenen Augen ist, die eigentliche und radikale Ursache für das christliche Weltengagement bildet. Erst mit einem mystischen Tiefgrund des Glaubens jedes Einzelnen und der Gemeinden kann die Kirche eine Zukunft haben. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Gisbert Gräsacke, vielen Dank für diese grundlegenden und auch tiefgehenden Ausführungen. Ich muss gestehen, ich habe den Eindruck gewonnen, Sie haben bis jetzt nichts anderes getan, als Online-Vorträge zu halten. Es hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert und ja, und es war sehr, sehr gehaltvoll. Ja, jetzt darf ich Sie bitten, Fragen oder auch Bemerkungen, die Sie haben, in den Chat zu stellen. Es hat sich bewährt, angesichts der großen Zahl der Teilnehmenden, dass Sie das einfach schriftlich hineingeben. Ich werde diese Fragen sammeln, bündeln und dann vortragen. Erfahrungsgemäß dauert es immer ein bisschen, bis die erste Frage kommt. Deswegen habe ich eine Sache überlegt, die jetzt nicht angesprochen wurde und natürlich auch in diesen grundlegenden Überlegungen nicht unbedingt angesprochen werden musste. Aber es ist die Frage mit dem Zweifel. Das ist ja auch wieder etwas, wo es nicht jetzt um Zweifel an einzelnen Sätzen geht, sondern um eine Beziehungssache, um eine tiefgehendere Sache. Im Markus-Evangelium heißt es, ich glaube, hilft meinen Unglauben. Wie würden Sie das Phänomen des Zweifelns hier beschreiben? Ja, ich denke, der Zweifel hat zwei ganz, ganz unterschiedliche Ursachen. Die erste grundsätzliche Ursache besteht darin, dass Gott in seiner Transzendenz, in seiner Unfassbarkeit in dieser Welt halt nicht erscheint wie eine der unzähligen Sachen, Dinge, Vorgänge, Ereignisse, die unseren Alltag ausmachen. Mit anderen Worten, die Welt, in der wir tagtäglich leben, die wir mit unseren Augen betrachten, die kann Anlass dafür sein, hinter dem Weltgeschehen Gott zu sehen im Glauben. Aber sie kann genauso gut Anlass dafür sein, zu sagen, ich sehe nichts als Dinge, als Ereignisse, als Sichtbares. Also die Welt, wie sie ist, gibt Anlass, zu glauben oder nicht zu glauben, zu zweifeln. Das ist das eine. Die zweite Ursache für Zweifel liegt anders. Auch wenn viele Menschen in unseren Ländern sagen, ich bin ein gläubiger Christ, das ehrlich meinen und auch ehrlich sind, muss man doch sehen, dass keiner das von uns so mit hundertprozentig von sich sagen kann. Ich vergleiche gern unser Inneres, wenn Sie so wollen, unsere Seele, mit einer Landschaft, mit einer Region. Da gibt es bekehrte Regionen, bekehrte Zonen und es gibt unbekehrte Zonen, Regionen. Auch wenn ich sage, ich bin ein gläubiger Christ, in mir gibt es immer noch Unbekehrtes. Noch nicht vom Glauben erreicht ist. Und das ist dann auch immer Ursache oder ein Stimulus, der dahin drängt, dass sich der Zweifel in uns meldet, anmeldet und der Zweifel gegen den Glauben steht. Also noch einmal, es sind zwei ganz verschiedene Dinge. Das einmal, dass wir unser Glaube nicht total integral schon unsere ganze Persönlichkeit erfasst und damit immer auch Anlass
für Zweifel gibt. Und das Zweite ist, dass Gott in seiner Transzendenz eben nicht wie ein Gegenstand erscheint, sondern eben, wie wir sagen, unsichtbar, dass wir im Glauben durch das Sichtbare hindurch Gott entdecken müssen. Und da ist immer auch der Ansatz für Zweifel da. Ja, ich habe mittlerweile jetzt mehrere Fragen. Einerseits ein Dank für diese ermutigenden Ausführungen. Vielleicht jetzt anknüpfen an einen Zweifel. Wie steht es mit den Brüchen des Lebens? Bringt die Liebe Gottes nicht auch die Schattenseiten des eigenen Lebens ans Licht? Ja, da kann man nur ein volles Ja dazu sagen. Die wirklichen Schattenseiten, die Brüche, die Abbrüche, die werden ja erst erkenntlich, wenn ich versuche, möglichst viel Licht aufzunehmen, wenn ich mich in das Licht des Glaubens stelle, wenn ich Christus als das Licht aufnehme. Erst dann erkenne ich, was gewesen ist in meinem bisherigen Leben oder was jetzt auch noch an Brüchen, an Dunkelheiten, an Finsternissen da ist. Also ich würde sagen, gerade in dem Maße, als ich immer mehr glaubender werde, in dem Maße erkenne ich auch mehr das Gegenteil von mir. Und deswegen denken Sie nur an Biografien von Heiligen. Das ist ja ganz fast etwas Durchgehendes. In dem Maße, als ein Mensch heiliger wird, umso mehr entdeckt er auch das Gegenteil von diesem Heiligsein an sich selbst. Erst im Licht erkenne ich auch das eigentliche Dunkle des Schattens. Eine weitere Frage, wenn ein Mensch solche mystischen Erfahrungen sucht, wird er, / sie, nicht verstanden werden? Sie bleibt alleine, weil auch Priester diese Menschen nicht verstehen und diese Gotteserlebnisse, diese Gotteserfahrungen nicht begreifen. Ja, Sie weisen damit auf etwas ganz Wichtiges hin, was aber eigentlich nicht sein dürfte. Es war auch bei dem, was ich gesagt habe, war sehr viel die Rede vom Einzelnen, also von diesem persönlichen Akt des Glaubens. Ich habe nur an einigen Stellen darauf hingewiesen, dass das auch immer Glaube mit anderen und für andere, von anderen her ist. Es gehört mit zum Wesen der Kirche, dass wir uns über den Glauben austauschen können, auch über Erfahrungen des Glaubens. Auch über Erfahrungen, die ich überhaupt nicht mache, die aber ein anderer macht, die für mich ein neues Feld eröffnen, die mir Mut machen, auch mal zu suchen und hinzuschauen, wo ich bisher noch nie hingeschaut habe. Also Glaubenserfahrung, das ist nicht eine rein individuelle, subjektive Sache, sondern Glaubenserfahrung leben vom Austausch miteinander und untereinander. Wenn Sie daraufhin zum Beispiel mal etwa die Paulusbriefe lesen oder auch die drei Johannesbriefe, das geht es doch eigentlich immer auch um Austausch von Erfahrungen. Paulus appelliert an Erfahrungen der Korinther oder was weiß ich. Und Sie haben natürlich völlig recht, dass bei uns in der Kirche oder in unseren Ländern jedenfalls Orte fehlen, wo wir uns über solche Erfahrungen austauschen können. Oder auch sind unsere Familien solche Orte, wo man sich austauschen kann. Das sind alles Fragen, worauf ich auch keine Antwort habe, aber die mindestens den Finger darauf legen, dass wir alle miteinander sehen müssen, uns anstrengen müssen, dass wir diese mystische Dimension des Glaubens neu entdecken. Ja, zu diesen Lernorten, zu diesen Entdeckungsorten, jetzt ziehe ich zwei, drei Statements zusammen. Eine Vermutung wird geäußert, dass der Religionsunterricht vermutlich nicht der Ort für die Einübung in diese mystische Dimension des Glaubens ist. Das haben Sie aber auch selbst auch schon angedeutet. Am Anfang war die Frage,
Können Sie Anregungen, Beispiele geben für einen solchen mystischen Weg? Und damit verbunden, können Sie noch einmal wiederholen, welche Art die fehlenden Anleitungen sind, die Sie am Ende des Vortrags besprochen haben? Also Anregungen, Beispiele für diesen mystischen Weg und wo wird das eben, wo sollte das sein, aber passiert es nicht. Ja, da kann ich nur oder muss ich leider sehr pauschal bleiben. Also wenn ich auf mich selbst blicke, habe ich das Entscheidende auch nicht in der Familie gelernt, auch nicht in meiner Gemeinde, in der ich als Jugendlicher war, obwohl das eine gute Gemeinde war. Das Entscheidende habe ich tatsächlich im Priesterseminar gelernt und später im Austausch mit Mitbrüdern und nicht nur Mitbrüdern, auch mit Christen, die wirklich Menschen des Glaubens waren. Wenn man jetzt fragt, wo kann jemand die Mystik des Glaubens lernen, fällt mir zunächst einmal ein, es gibt nicht alle, aber es gibt geistliche Gemeinschaften, in denen das gelingen kann. Es gab früher mehr, mittlerweile auch nicht mehr sehr viele Gebetsgruppen oder Gruppen, in denen der Glaube ausgetauscht wird. Es gibt die Möglichkeit natürlich auf dem Weg von Büchern etwas zu lernen. Es gibt die Möglichkeit, sich so etwas wie einen geistlichen Vater oder eine geistliche Mutter zu suchen. Das wird schon sehr schwierig, nämlich wo findet man die? Aber es gibt solche Leute, die oft lange Wege auf sich nehmen, um einen geistlichen Vater, eine geistliche Mutter zu finden. Ich hatte mal einen Studenten in Rom, der mir 14 Tage vor Ostern sagte, die nächsten Vorlesungen bin ich nicht da, ich muss meinen geistlichen Vater auf dem Athos, auf der Insel Athos besuchen. Der unternahm diese Fahrt von Rom nach Athos nur, um seinen geistlichen Vater zu treffen und geistliche Anregungen, geistliche Belehrung zu finden. Also, das ist auch immer die Frage, was bin ich bereit sozusagen einzusetzen dafür, dass ich so etwas wie einen, ja, geistlichen Vater, geistliche Mutter, geistliches Milieu finden, der mein Glaube weiter geleitet wird. Ja, ich habe einen Hinweis, das gemeinsame Pilgern ermöglicht eine Form des Austauschs auch in diese Richtung. Und dann doch noch einmal die Frage, ob Sie begründen können, warum der Religionsunterricht nicht der geeignete Ort sein soll. Gut, das ist ein großes Thema, das möchte ich jetzt nicht in Einzelheiten, aber darin sind sich eigentlich, soweit ich das sehe, die allermeisten Religionspädagogen einig. Der Religionsunterricht ist Unterricht, das darf man, der wird sogar bewertet und der kann sogar eine schlechte Note in anderen Fächern aufwiegen. Das heißt, der Religionsunterricht steht sozusagen in einer Struktur, die also nicht dem entspricht, was mystischer Austausch des Glaubens unbedingt ist, was nicht ausschließt, dass ein Religionslehrer, und ich kenne solche, die selbst fasziniert sind vom Glauben, dass es denen gelingt, auch etwas von ihrem Glauben auch im Religionsunterricht weiterzugeben. Aber ich denke, das ist eher die Ausnahme als die Regel. Und ich würde es darauf nicht sozusagen abzielen lassen, aber ich freue mich über jeden Religionslehrer, der das schafft. Und der das kann. Das Erste, ich habe die erste Teil der Frage nicht Nein, ganz. dass es Pilgern ein Ort Ah, des Pilgern. Austauschs sein kann. Ja, ich will das nicht ausschließen. Ich selbst bin dreimal nach Santiago zu Fuß gegangen und habe dann sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Prinzipiell war ich auch alleine. Aber ich denke an eine Pilgerherberge, in der ein deutscher Herbergsvater war. Und der sagte mir, weißt du, sagt er, du solltest hier bleiben, du wärst hier viel wichtiger als ich. Du glaubst gar nicht, das war ein Laie, du glaubst gar nicht, wie viele Menschen bei mir ihre Lebensbeichte haben. Und ich kann ihnen als Laie nicht die Losprechung geben. Du solltest hier bleiben.
Also sowas gibt es, dass auf einer Pilgerfahrt auch ganz neue Dimensionen erschlossen werden, auch dass für viele bei einer Pilgerfahrt zum ersten Mal ganz neu deutlich wird, was eigentlich Glaube ist und was Glaube sein kann. Also ich will das nicht ausschließen, aber auch das wird nicht der ganz normale Weg für die allermeisten sein. Aber auszuschließen ist ja gar nichts, ja. Ja, eine grundlegende Frage, wenn ich sie finde. Ja, wie würden Sie das Verhältnis von Vernunft und Glaubenserfahrung bestimmen? Zweitens, welche Rolle können philosophische Argumente in der Glaubensbegründung spielen? Also zwei sehr unterschiedliche Fragen. Ja, das ist nochmal ein ganz riesiges Thema in sich, Vernunft und Glaube. Ich sage mal meine Meinung dazu, die wird nicht in allem mit dem übereinstimmen, was man hier so hört und lehrt. Ich meine, dass dieses Thema Vernunft und Glaube bei uns, und bei uns verstehe ich in der abendländischen Gesellschaft und der davon abgeleiteten westlichen Gesellschaft überbetont ist. Wenn Sie einmal denken an den ganzen Bereich der orthodoxen Kirchen, der orthodoxen Christenheit, spielt das längst nicht, aber bei weitem nicht die Rolle wie bei uns. Bei uns, das hat eine lange Geschichte, die können wir jetzt nicht auflösen, warum das so ist. Ich habe sie, wenn es kurz angedeutet, dass von Anfang an schon diese Auseinandersetzung mit der Philosophie eine riesige Rolle spielte, die ging dann weiter. Trotzdem, wie immer man dazu steht, wie wichtig dieses Thema ist oder nicht ist, es spielt auf jeden Fall eine Rolle, auf jeden Fall. Nämlich, wir sind denkende Menschen. Die Ratio, die Vernunft gehört zu unserem integralen Menschsein. Und das heißt, wir dürfen diesen ganzen Bereich der Vernunft nicht aus diesem integralen Glauben herauslassen. Wir können nicht sagen, Glaube ist eine Sache und Vernunft ist was anderes. Das geht auf gar keinen Fall. Das würde uns schizophren machen. Der Mensch ist eine Einheit. Und wenn ich ein gläubiger Mensch bin, dann bin ich auch dazu aufgerufen, das mit meiner Vernunft in Übereinstimmung zu bringen. Also prinzipiell das dazu mal gesagt. Wie weit jetzt die Vernunft helfen kann, zum Glauben zu kommen. Also sozusagen, da ist jemand, der im Glauben noch nichts wusste und nichts am Hut hatte, dass der durch Vernunftargumente zum Glauben findet, mag es auch geben und hat es auch gegeben, aber das ist eher wirklich die Ausnahme. Die Vernunft ist eher dafür da, dass wenn ich ein gläubiger Mensch bin und sich der Zweifel in mir nährt, wir haben ja eben darüber gesprochen, dass dann die Vernunft mir hilft, auch die Zweifel zu besänftigen, nicht zu lösen. Lösen kann ich die nicht, aber doch die Zweifel herunterzuschrauben, Argumente zu haben, die mich aufmuntern, sozusagen den Glauben neu, in neuem Licht zu sehen. Die Vernunft kann helfen, aber sehr viel mehr kann sie auch nicht, meine ich. Ja, noch eine Frage, die den Zweifel thematisiert. Ich lese einmal vor, ist der Zweifel nicht eine treibende Kraft in uns, um auch den Glauben zu bestärken? So wie auch ein Wissender unter Anführungszeichen zweifelt, und zu neuer Erkenntnis, Ansicht, Einsicht führt. Ist quasi der Zweifel nicht ein grundsätzlicher Widerspruch zu Überzeugung? Naja, da müsste man jetzt im Einzelnen fast Teil für Teil diese Frage durchgehen. Dass der Zweifel ein Movens, ein Stimulus ist, tiefer in den Glauben hineinzufinden, das ergibt sich schon daraus, was ich am Anfang über dieses Bild der Landschaft gesagt habe. Gerade wenn ich entdecke, dass in mir noch unmissionierte Gebiete sind, Gebiete, die noch nicht vom Glauben erfasst sind,
werde ich ja dazu aufgefordert, diese noch nicht vom Glauben erfassten Gebiete mir genauer mal anzuschauen und damit mich dem Zweifel zu stellen, mich dem Movens des Zweifels auszusetzen. Insofern kann ich Ihnen da durchaus zustimmen, dass der Glaube auch hilft, mehr in den Glauben hineinzufinden. Aber auch der Zweifel ist nicht so eine eindeutige Sache. Es gibt auch einen Zweifel, der kann vernichtend sein. So wie er zum Beispiel vernichtend sein kann im Verhältnis zweier Menschen. Also wenn ich jetzt mal zurückkomme auf den interpersonalen Glauben. Auch da wird immer wieder Zweifel stattfinden. Aber auch hier kann Zweifel eine Beziehung kaputt machen. Ein Bischof hat mir mal eine Geschichte erzählt, die mir sehr eingeleuchtet hat. Er sagt, da ist ein Ehepaar, das sich liebt und die Frau nimmt Musikunterricht in der Stadt. Sie fährt einmal in der Woche in die Stadt, um dort ein Instrument zu lernen. Und irgendwann erwacht in dem Mann der Zweifel, hat sie wirklich jetzt Musikunterricht oder passiert da ganz was anderes? Und er fragt sie das dann, nein, das ist alles in Ordnung und so weiter. Aber der Zweifel nagt weiter. Und die Geschichte geht, ich will sie nicht in allen Einzelnen erzählen, geht dann letztlich dahin, dass die Ehe zerbricht am Zweifel. Dass der junge Mann es nicht mehr fertig bringt, das Vertrauen über den Zweifel zu setzen. Und ich meine, etwas Analoges ist auch mit dem religiösen Glauben. Hier hat der Zweifel durchaus eine Funktion und ich muss keine Angst haben vor dem Zweifel, überhaupt nicht. Aber Zweifel kann auch destruktiv sein. Der kann dahin führen, dass ich nicht mehr dieses frohe Dennoch des Glaubens spreche. Also insofern ist Zweifel nicht gleich Zweifel. Also deswegen sage ich auch, man müsste diese Sachen nochmal sehr genau auseinandernehmen. Ja, dann die Frage, eine praktische Frage. Gibt es die Möglichkeit, den heutigen Vortrag nochmals nachzulesen? Ich glaube, da könnte man auf das Buch verweisen. Ja, also es ist sowohl in diesem Buch Kirche wohin, ist auch ein großes Kapitel, über, wo ich auch frage, warum heute in der Kirche so vieles drunter und drüber geht. Und ich sehe einen Grund dafür auch, in diesem verwandelten Glaubensverhältnis, dass eigentlich Glaube eben diese mystische Dimension des Glaubens uns weithin verloren gegangen ist. Es ist für mich eine der Krisenmomente der Kirche. Deswegen findet man ein größeres Kapitel darüber. Und auch in dem letzten Büchlein, was ich veröffentlicht habe zu Weihnachten, Gottes Karriere nach unten, finden sich einige Kapitel über diese mystische Dimension des Glaubens. Aber, wie ich von Herrn Lesacher erfahren habe, wird vermutlich auch die Möglichkeit bestehen, in absehbarer Zeit diesen Vortrag auch sich nochmal anhören zu können. Ja, das ist geplant. Also das wird aber jetzt nicht sehr schnell sein, aber so in 1 bis 2 Monaten in der sogenannten Audiothek, die jetzt aber auch Videos enthält, wird dann ein Link auf YouTube sein, wo man das dann nachhören kann. Wie geht bei der Ehemetapher die Vorstellung von Gott als Bräutigam und Schöpfer zusammen? Ja, das ist, damit wird eine Frage angeschnitten, die sich mehrfach durch die Theologie zieht, nämlich, dass es verschiedene, wir sagen oft Eigenschaften Gottes gibt. Ich würde eher anders sagen, verschiedene Aspekte, unter denen wir, mit denen wir zu Recht Gott sehen. Und ein Aspekt ist, Gott ist der Schöpfer. Wenn wir das ernst nehmen, oder im ersten Ansatz ernst nehmen, heißt das so viel wie, dass der unendlich erhabene Gott etwas setzt, was radikal von ihm unterschieden ist. Es gibt ja keinen größeren Unterschied, den man sich überhaupt nur denken kann, als zwischen Schöpfer und Geschöpf. Geschöpf die totale Abhängigkeit, aber die totale. Und der Schöpfer
der alles sozusagen in seiner Hand hat. Und wenn man das so sieht, dann wird natürlich die Metapher Gemahl entfaltet einen völlig anderen Aspekt Gottes. Ich habe das angedeutet im Vortrag, indem ich sagte, Gott hat gerade dieser ganz andere Gott, hat die ganz andere Welt gemacht, um sich mit ihr total, radikal zu vereinen. Also Gott ist Schöpfer geworden, um Gemahl zu werden, um Bräutigam zu werden. So könnte man auch sagen. Aber trotzdem bleibt, auch wenn ich weiß, Gott ist mir unendlich nah, Gott ist mir unendlich eins mit mir, trotzdem bleibt wahr, dass Gott mein Schöpfer ist, dass ich ihn anbete, dass ich weiß, aus mir heraus bin ich nichts, armselig, ohnmächtig. Also sozusagen in vielen dieser Aussagen der Heiligen Schrift, wir haben jetzt nur die beiden mal betrachtet, Schöpfer und Gemahl, sind Spannungen, die man nicht einfach aushebeln kann, wegnehmen kann, sondern die hängen damit zusammen, dass Gott der ganz andere ist, den ich nie erfassen kann, den ich nie in einem Begriff einfangen kann, sondern ich muss sozusagen immer von Gott auf ganz vielfältige Weise sprechen, damit es ein bisschen richtiger wird, was ich von Gott aussage. Ja, ich habe jetzt noch drei Fragen und eine letzte. Also der Chat ist geschlossen. Eigentlich eine Bemerkung. Im regelmäßigen gemeinsamen Bibelteilen, im persönlichen Austausch über einzelne Bibelstellen, lernt man respektvoll seine eigene Glaubenserfahrung auszudrücken und engen Zusammenhang zwischen Alltag und Glauben herzustellen. Ich glaube, das wunderbar. Das ist zum Beispiel auch einer der Orte, ich habe eben genannt, geistliche Gemeinschaften, Gebetskreise, aber auch diese Kreise Bibelteilen sind wirklich solche Orte, wo das geschehen kann, ja. Dann, wieso wird im Glaubensbekenntnis nicht explizit die so zentrale Liebesnatur Gottes angesprochen? Eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Also angesprochen wird sie natürlich im Neuen Testament, also vor allem im ersten Johannesbrief, dort ist dreimal davon die Rede, Gott ist die Liebe. Ich weiß es nicht, ob es auch eine gewisse Scheu ist, dieses Wort zu häufig zu gebrauchen. Das ist ja doch auch, Liebe ist ein ganz, ganz empfindliches Wort. Wenn Sie allein daran denken, in welchen Dimensionen von Liebe in unserer heutigen Gesellschaft gesprochen wird. Durch ein zu viel Sprechen von Liebe sind auch Gefahren gegeben. Mag sein, dass das damit eine Rolle spielte. Aber es bleibt natürlich dabei, dass auch die Heilige Schrift von Liebe spricht. Schon das Bild von der Ehe ist natürlich ein Bild der Liebe. Und ausdrücklich wird es im Neuen Testament. Die Bilder, die Jesus braucht vom Vater, das sind alles Bilder der Liebe, ohne dass dieses Wort ständig gebraucht wird. Aber ich muss sagen, Ihre Frage finde ich sehr gut und ich werde noch ein bisschen darüber nachdenken. Ja, dann eine Frage, die ans Ende des Lebens geht. Kann ein Mensch auch endgültig scheitern und wie weit spielt die psychische Prägung hier hinein? Was für eine Prägung? Psychische Prägung. Also ich kann nur sagen, ich hoffe, dass keiner scheitert. Ich traue es Gott und seiner unendlichen Liebe zu, dass er es schafft, sag ich mal, Menschen, die sich ihm widersetzen, Menschen, die ihre Freiheit gegen ihn und die Mitgeschöpfe gebrauchen, doch zu sich zu bringen auf einem Weg, der nicht deren Freiheit vergewaltigt. Das tut Gott nicht. Gott vergewaltigt unsere Freiheit nicht. Aber dass Gott Mittel und Wege weiß und vor allem eine unendliche Geduld hat, dass jeder letztlich zu ihm kommt. Das ist meine Hoffnung. Aber Hoffen ist nicht Wissen. Aber Hoffnung ist etwas viel Wichtigeres als Wissen. Und
deswegen möchte ich mir auch diese Hoffnung nicht nehmen lassen. Sie gehört mit zu meinem Glauben. Die Hoffnung, dass Gott es schafft, jeden Menschen zu sich zu führen. Ja, und eine letzte sehr persönliche Frage. Ich würde sagen, die müssen Sie nicht beantworten, wenn Sie nicht wollen. Würden Sie sagen, dass Sie Ihren Lebenssinn gefunden haben und können es Ihnen kurz skizzieren? Also das Erste kann ich sicher mit einem Ja sagen, dass ich mich auch wirklich freue, dass ich in den Glauben hineingefunden habe. Das war ein langer Weg und der Weg ist ja noch nicht abgeschlossen. Ich sage es anderen Menschen und ich sage es mir selbst. Solange der liebe Gott mich noch leben lässt, hat er auch noch was mit mir vor. Das heißt, damit ist auch der Prozess meines Glaubens nicht abgeschlossen. Also Glaube ist ein Weg, Glaube ist ein Prozess. Aber ich würde sagen, ich freue mich, auf diesem Weg des Glaubens zu sein. Und ich muss sagen, in dem Maße, als in der heutigen Gesellschaft ja immer weniger Menschen den Weg zum Glauben finden, auch immer weniger Jugendliche in den Glauben hineingeführt werden, dass mich das immer mehr wirklich auch emotional traurig macht. Traurig macht, dass Menschen in diese Freude des Glaubens nicht hineinfinden. Aber von daher ist dann auch unser Auftrag, dass wir wissen, auch die Menschen, die nicht zum Glauben finden, bisher nicht, dass wir sie mit ins Gebet hineinnehmen, dass wir versuchen, so zu leben, dass vielleicht doch manchmal ein kleines Wort, eine kleine Tat von uns mit dazu beiträgt, dass Menschen in den Glauben finden. Jedenfalls ist das unsere Aufgabe. Ja, vielen Dank für dieses persönliche Zeugnis und auch für die, wie üblich, präzise Beantwortung der Fragen. Diesmal ist es nicht von Adam und Eva bis ganz ans Ende gegangen, nur andeutungsweise. Meistens ist es so, wenn Dogmatiker dann befragt werden, geht es um alle Fragen. Heute war es etwas konzentrierter aufs Thema, das ist auch gut so. Ja, nochmals vielen Dank, dass Sie dieses Wagnis eines Online-Vortrags auf sich genommen haben. Ich glaube, dass das wunderbar gelungen ist und auch für Sie hoffentlich zu Hause ein ertragreicher Abend war, der das eine oder andere auch zum Weiterdenken gibt. Ja, Sie wissen, dass wir weiterhin online unterwegs sind. Ich versuche, meinen Bildschirm freizugeben. Das geht in dem Fall nicht, das macht nichts, dann werde ich es einfach erzählen. Gleich morgen ist Thomas Hicke aus Mainz zu Gast. Also er ist in Mainz, aber spricht online zum Thema Fordert Gott Opfer. Morgen um 16 Uhr. Dann am nächsten Mittwoch um 18.30 Uhr ein psychologisches Thema, Sehnsucht nach Bindung von Anfang an, mit Frau Gerhild Danev-Letschow. Da geht es also jetzt aus psychologischer Sicht um diese Urbindung, das Urvertrauen, das den Menschen durch das Leben tragen kann. Den theologischen Aspekt haben wir heute schon gehört. Und dann am 27. Februar, am Samstag um 10 Uhr, eine zusätzliche Veranstaltung über das Schrecken des jüngsten Gerichts in der Malerei von Hieronymus Bosch. Das ist ein Überbleibsel vom geplanten Spezialkurs Kunst und Theologie, der eben leider nicht stattfinden kann, weil da müsste man eben auch die Werke im Original sehen. Ja, das ist nur ein Teil der bevorstehenden Online-Veranstaltungen. Es gibt dann eben bis Ostern hin weiteres. Sie finden das alles auf der Homepage und auch im Newsletter. Ja, nochmals vielen Dank fürs Kommen, fürs Online-Kommen. Und ich wünsche einen schönen Abend und eine gute Woche noch. Schließe mich dem an. Fertig? Ja, gut.